Ihr kennt doch sicherlich noch Nina. Nina war vor kurzem bei mir im Laden zu Besuch und hat mit mir ein Interview gemacht. Und sie ist von Nordkind und sie ist ebenfalls YouTuberin und Bloggerin. Ihr YouTube-Kanal ist jetzt noch nicht besonders groß, aber das kann sich ja noch in der Zukunft ändern. Ich habe eine Playlist, die nennt sich Do What You Can, wo ich Sachen ausprobiere, die ich zuvor noch nicht gemacht habe und die ich lernen möchte. Nina hat eine Playlist, die nennt sich Nina Doing Things. Ebenfalls eine Playlist, wo sie jedes Mal Sachen ausprobiert, die sie zuvor noch nicht gemacht hat. Da haben wir uns gedacht, machen wir doch mal was zusammen. Nina wollte schon immer mal SUP fahren und da ich eine SUP-Vermietung habe, haben wir uns überlegt, verbringen wir doch mal einen Tag zusammen und gehen mal eine Runde paddeln. Was Nina allerdings nicht weiß, Nina Doing Things startet ein bisschen eher. Ich weiß nämlich, wo sie langlaufen müsste eigentlich jetzt gleich. Ich fange sie jetzt einfach mal ab und wir gehen einfach mal zusammen eine Runde Longboarden, bevor wir dann gemeinsam aufs Wasser gehen werden. Na? Hi. Hallo. Ich habe ein Longboard für uns mitgebracht. Dass Lena fahren kann und ich nicht. Genau. Hi, grüß dich. Ich bin Dorian. Freut mich. Hi. Hi. Okay. Pass auf! Wir starten Nina Doing Things jetzt mal hier in der Stadt und fangen mal mit dem Longboard an und dann wechseln wir später auf das SUP. Okay, ist das ein gutes Training? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal eben deine Tüte nehmen. Ja, ich nehme mal deine Tüte. Das und wir gehen mal da vorne hin. Da sieht, kann dich nämlich jeder sehen. Schön! Also leicht in den Knien, damit du ein bisschen balancieren kannst. Du kannst mal gucken, ob es vielleicht andersrum leichter ist. Ich habe nämlich das Gefühl, Link, so ist ja? Okay, dann machen wir das mal. So? Dann halt hinstellen, aber es ist wahrscheinlich. es wird jetzt nicht mehr leichter für dich heute. Es wird nicht mehr leichter, wenn es fahrt. Nee, es wird nicht leichter. Es könnte aber auch kälter werden. Okay. Meine Mutter fährt Longboard und die ist 50. Ja, man muss wahrscheinlich erst nur ein Gefühl aber jetzt dafür geht's, kriegen. Siehst du? Genau. Ein bisschen breiter. Ich stehe so nah aneinander, ne? Genau, weil dann kannst du es gleich. Und dieses Lenken finde ich schwierig mit dem ja. Hacken. Aber ey, ein Schritt. Siehst du, geht doch. Geht voran. Kennst du noch die Mini-Playback-Show? Ja, na klar. Da durfte man sich auch ein Kleidchen aussuchen und dann ging man in die Zauberkugel oder so, um sich umzuziehen. Kugel und die ist da hinten? Genau, wir gehen jetzt zur Zauberkugel rüber. Okay, also das hier, ist jetzt der Sommer. Quatsch, das ist den der Sommer. Den ziehst du drunter, das ist so, also du ziehst den Bikini an und das ist quasi das, was du unter dem Neoprenanzug hast. Hast du den vergessen? Ja, dann musst du, Scheiße! Ja, dann musst du so, also dann oh Mann, kannst du ruhig auch so. Ich kann auch nicht. Ich gehe. Ja, ich sag's lieber nicht. Was gehst du? Ich gehe in meinen Neo ohne Unterwäsche. Aber ich zieh deinen an. Ach so, nee, du kannst mich deine Unterwäsche anbehalten. Ach, ich kann meine Unterwäsche. Ich kann dir auch meine geben, wenn du willst. Ich trage nur kein BH. Scheiße, okay, also ich lasse einfach meine Unterwäsche ja, an. Ja, genau, und dann ziehst du oh zu Hause Mann, ey, halt einfach um. Ich hab an Handtuch gedacht, ja, ich bin stolz auf mich. Und das hier ist vorne, der Reißverschluss ist hinten, ich mach dir den zu. Okay. So romantisch wie so ein Kleid, wie so ein Abendkleid mache ich dir ja, jetzt. Ja, schick, aber das sieht echt schön aus mit diesem Rosa. Ja. Also den finde ich echt schickes Ding. Ja, meine Mutis. Cool. Ja, müsste auch passen. Ich zieh mich hier vorne um, vor der Kamera. Okay, ich lasse euch beide mal allein. So, komm, wir gehen zur Zauberkugel. Okay. So. Los geht's! Hi Leni! Peace! Fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt zum Auswandererhaus, also direkt ins Zentrum von Bremerhaven. Werden dort die SUPs aufpumpen. Weil Nina so erfolgreich auf dem Longboard gewesen ist, darf sie sogar beide SUPs aufpumpen. Das Gute ist, Nina. Dass so ein SUP gerade mal nur so 450 Pumpenhübe braucht und dann ist das Ding voll. Und das, okay. Ist, jetzt kein, das ist jetzt kein Scherz. Ich habe noch Muskelkater vom Boxen, das ist nicht so gut. Nein, will ich nicht wissen? Ist, nein, das ist nicht schlimm. Das Wasser ist noch nicht kalt. Es ist wärmer als draußen, oder? Es wird nicht wehtun, ins Wasser zu fallen. Scheiße. Wie war es in 2010 oder so? Drei? Ja, das Ding ist, das war wirklich meine Scheibe war komplett gefroren. Ja.
Ich habe mein Auto heute Morgen ein bisschen aufgeräumt, weil ich mich ein bisschen für mein Auto geschämt habe. Und habe ich den Motor angeschmissen, weil die Scheiben komplett eingefroren gewesen sind. Also das ist schon, nachts ist schon gut kalt. Ich zeig dir mal später ein Foto von meiner Mutter. Da gibt es ein Foto, wo sie auf dem SUV draufsteht, mit drei Hunden drauf. Und dann siehst du, wie die Hunde vom Brett auf den Strand drauf springen. Und auf dem nächsten Foto siehst du nicht mehr meine Mutter, sondern nur Füße, die aus dem Wasser rausgucken. Richtig geiles Foto. Also Nina, du hast doch ein Longboard so ein bisschen verpennt. Lena hat da so ein bisschen gerade mit dem Umzug verpennt. Also ich will euch ja nicht fordern, aber ich möchte gerne auch mal mit Profis zusammen. Träum weiter. Wie setze ich mir jetzt auf? Ist ja. Okay. Wirklich? Ja, versuch mal. Wenn du im Rücken fällst, so zieh ich dich wie eine Schildkröte wieder hoch. Ja, läuft doch. Das wiegt bestimmt 20 Kilo. Ja, 20 Kilo. Hab ich gut geschätzt. So, guck, eine Sache richtig gemacht. Muss ich den Kofferraum noch zu machen? Ja, machen wir es besser. Ja. Ich hab Rücken. So ist besser. So geht's. Das geht. Okay, hier haben wir das Paddel. Pumpe. Das ist eine Doppelhubpumpe. Das heißt, die drückt Luft rein, sowohl beim Hochziehen als auch beim Runterdrücken. Und wir können das so einstellen, dass die auch nur pumpt, wenn du runterdrückst. Oh, jetzt geht's besser. Immerhin ist man dann stolz, dass man sein eigenes Brett aufgepumpt hat. Oder so. Dann geht das nicht so auf die Arme. Ich hoffe, du hast noch genug Kraft zum Paddeln. Ich muss das auf jeden Fall vorher angucken hier. Ich kann ja auch so ein. Sag mal, hab ich schon mehr Luft drin als du? Du hast mich überholt. Guck dir das da hinten doch mal an. Na, hättest du gedacht, dass es so viel Spaß macht? Bis jetzt habe ich noch nicht so viel Spaß. Mir ist nur warm, ey. Pump it up. Left alone. Hab halt Wasser gefunden, immerhin. Wie viel habe ich denn noch? Ich denke, wenn ich es schaffe. Muss man fühlen, Fieber. So ein bisschen. Nicht mal die Hälfte! Ich komme seit 20 Minuten und ich habe nicht mal die Hälfte. Das ist schon mal ein Minuspunkt. Du hast noch einer. Du hast die Hälfte. Das ist schon. Hast du was drauf? Besser. Komm, komm, komm. Ist ja witzig, wenn ich mich jetzt hier so drauflegen würde. Würde das was hindern? Ja. Schade. Okay, ich mach nochmal. Meinst du, wie schaffen wir das noch? Nee, warte mal, das ist das falsche Stück. Da ist noch ein drittes Teil. Schön. Warte mal. Ja, den Knopf reindrücken. Ja. Ha. Okay. Minus erstmal hin. Du steigst auf das Brett, indem du das Paddel so in der Mitte hast. Okay. So hast du immer einen guten Halt, dass du nicht zur Seite wegdrückst. So fangen wir an zu paddeln. Wir passen das Paddel ungefähr hier so an, versuchen hier so ein Dreieck zu bilden. Dann paddeln wir erstmal so und wechseln. Wir müssen immer die Seite wechseln, weil sonst fahren wir schief in eine Richtung.
Okay, also wir fangen erstmal halt so in den Knien an. Dann, wenn du ein gutes, wenn du meinst, dass du jetzt ein gutes Gefühl hast und so ein bisschen weißt, wie es so ein bisschen am Kippeln ist und alles, dann versuchst du halt aufzustehen. Und wir werden versuchen, dass wir mit den Füßen ungefähr in dem Bereich von diesem Griff hier stehen. Und dann stehen wir so ziemlich mittig. Das ist so die beste und einfachste Position für das Ganze. Und dann stehst du auf, indem du den einen Fuß genau dahin packst, wo du vorher dein Knie hattest. So. Und dann stellst du dich hin und versuchst mal erstmal zu stehen halt, ganz ruhig. Wir haben echt ganz flaches Wasser, das wird super einfach. Versuch möglichst nicht so zu stehen, weil sonst kippelst du zur Seite wie auf dem Longboard vorhin. Versuch schon so ein bisschen mehr als schulterbreit zu stehen. Genau. Und dann paddeln wir einfach. Das Blatt, das hier ist die Seite, womit du paddelst. Und der Paddelschlag, der geht nicht von hier bis da, sondern nach vorne. Kannst du so ein bisschen in die Knie gehen. So, und dann ziehst du das bis hierhin rüber und dann gehst du wieder nach vorne. Mhm. So fangen wir an. Okay. Ja? Du greifst mit dem Paddel und mit der Hand hier rum. Damit die Finne immer vorne ist, damit die Finne nicht abbricht, dass du nicht irgendwo hängen bleibst. So? Genau. Und dann unter die Achse. Okay. Geht? Ja. Sehr gut. Okay. Komm, wir sind jetzt mit niemand. Da mal versuchen, steht zu laufen. Also wenn man ein ganzes Stück rüberläuft, da drüben wird es leichter sein, aufs Brett zu kommen. Soll ich dir einen Mantel holen? Dann habe ich, glaube ich... Das ist echt nicht leicht hier. Ist echt nicht leicht. Doch, na klar. So, pass auf, es muss mittig. Ich hab so Schiss, ey. Ja, komm mal, und dann, pass auf, hör, schau zu. Du holst es hier an dich ran. Und dann kannst du so mit den Knien langsam hier so rauf. Okay. So, hältst dich ganz hier dran fest. Und dann paddeln wir auf den Knien halt los. Komm gleich wieder, weißt du, einfach so. Okay. Möglichst breit. Okay. Wir haben auch ein paar Zuschauer. Oh nein. Scheiße. Ich bin immer alleine, wirklich. Ich kann das Brett festhalten, dass du nicht einen Spagat machst. Nee, ich mach das. Okay. So, wahrscheinlich. Nein, weißt du, ich glaube, es ist besser. Ich brauche dieses Gefühl halt komplett. Weißt du, wenn du dann erst runter gehst. Okay, pass auf, dann komm her. Ich bleib hier, ich halte das Brett so an. Okay. Rückwärts rauf. Rückwärts, schon mal gut? Ja. Ach, langsam auf drauf Stufe? Und auf die Knie. Genau, dahin. Genau. Okay. Jetzt sind so. Knie. Jetzt ziehst du das Paddel vorne raus. Okay. Und jetzt paddeln wir auf den Knien. Ich komme jetzt nach. So, tschüss. So rum war das, ne? Ja, andersrum. Andersrum. Tschüss, Nina. Okay, warte. Ich traue mich nicht, mich hinzustellen. Nee, 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 bleib mal auf den Knien. Stell dich noch gar nicht hin. Wir üben das jetzt erstmal. Okay. Ja, komm mal weg. Ich hab's überlebt, ne? Ja. Ah, ne. Ja, mit dem linken. Links. Ich wollte gerade vorbeifahren, also, lieber, oder? Ja, dann mit dem links schlagen. Mal im Festhalten. So. Und? Das ist mega. Haben wir gerade schon gesagt, das Wetter ist auch perfekt. Das macht richtig Spaß. Noch geiler, als man sich das vorstellt. Und jetzt hier drauf Yoga machen ist natürlich, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber hier müsste ich da noch mal hinfahren. Ist kalt? Geht. Salzig. Ich hab schon Bock noch einmal reinzuspringen. Ja, was weiß ich schon von nassen Haaren. Oh Gott! Okay, ich
und es war so. Okay. Game over. Ne, Lena? Okay, genau. Soll ich runter? So, genau. Langsam. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Oh, meine Füße frieren ab. Oh mein Gott. Du tropfst. Ich glaube, ich sehe aus wie ein Panda. Ja. Komm, 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 komm. Ich will sie nicht abrollen. Willst du auch mal Rücken drauf? Mal sagen? Nein. Was hast du gerade gesagt? Ich habe halt gerade gesagt, dass wir vielleicht daran arbeiten sollten beim nächsten Mal, dass wir länger fahren, als wir Zeit fürs Pumpen verwenden. Wenn es aber nicht so kalt gewesen wäre draußen, dann wäre ich ja wieder, also hätte ich ja weiterfahren können. Ja. Also ist gar nicht meine Schuld, sondern meine. Den Umständen geschuldet. Ja. Nein, das auch nicht. Wer ist denn gegen den Steg gebrettert? Okay, das gebrettert. War aber das gebrettert. Ja, das war mehr geil. Als Zeitlupe war das. Guck mal, aber du hast beide Socken wieder. Ich habe meine Socken behalten. Und hier jetzt, was wärmen wir? Das sieht man gar nicht. Ne? Doch, hier meine Füße. Und ich habe einen Mantel an. Aber ich glaube, ich sehe auch aus wie ein Panda.